So. Das ist echt blöd, wenn die mir die Erwachsenen auch dauernd folgen. Einmal gebe ich jetzt noch. So, jetzt muss er wachsen. Jetzt habe ich nämlich nur noch zwei. Aber vielleicht mache ich hier noch Knochenmehl und ein bisschen Seetang rein. Um das für die zu verschönern. Ja. Hast du gerade geschossen? Ja. Was ist denn jetzt das Kleine? Da unten ist der. Der ist süß. Und der ist halt echt so mini. Der hat mich gerade weggeschubst. Der ist süß. Hast du auch Wasseratmung auf deinem Helm? Natürlich nicht. Was denkst du von mir? Denkst du wirklich, ich kann so lange hier unter Wasser bleiben, ohne Helm, mit Atmung? Kann ich nicht in meinen Eimer reinnehmen? Nee, das geht nicht. Ziemlich schade. Geht nur mit Fischen. Ich habe es mit einem Tintenfisch probiert, hat auch nicht geklappt. Nein, das klappt auch nicht. Ja. Wobei das aber cool wäre, dann könnte man Tintenfisch-Aquarien machen. Aber Darius und ich hatten mal auf Gringos Server hatten wir mal einen Raum. Da wollte der Darius so ein bisschen so ein kleines Aquarium reinmachen. Damals gab es halt doch keinen Fisch oder sowas. Ja. Er wollte halt einfach nur ein bisschen Wasser haben. Und dann ist halt durch Zufall ein Tintenfisch reingeschwommen. Und das hat nie despawned. Das war so geil. Weil er hatte halt einfach. Er hat halt einen Zulauf vom See auch irgendwie hingemacht. Reingemacht. Jetzt lohnt es sich ja sogar, Aquarien zu bauen. Mit den Fischen, gell? Ja. Fischen, vielleicht noch eine Schildkröte, ein, zwei. Tintenfische, wenn du die Tintenfische benennst, despawnen sie auch nicht. Mhm. Kannst ja auch mit kannst ja auch mit nichts benennen, dann also praktisch ohne oder nur ein Leerzeichen oder sowas, dann zeigt sich da auch nichts auf. Vermehren tun die sich aber nicht, oder? Die Tintenfische? Nee. Nee, die normalen Fische. Achso, nee, auch nicht. Die spawnen nur und die spawnen die ganze Zeit. Ich hab denen jetzt schon so viel Seegras gegeben, der müsste doch langsam mal erwachsen werden. Wie man hier einfach nur die Eisberggeräusche hört, obwohl hier nicht ein Eisberg in der Nähe ist. Ich weiß nicht, was du hörst. Das ist, wenn du unter Wasser bist. Wenn du unter Wasser bist, hörst du ab und zu. Es ist halt vom Biom her ein Tiefseebiom, ein gefrorenes Biom. Dann hörst du Eisberge ab und zu unter Wasser. Der Tintenfisch will unbedingt rein. Ja. Kann das Ding mal wachsen? Ja, ich hätte auch gern, dass es mal wächst. Aber das dauert zu lang. Ich habe dem so viel Seegras gegeben. Ich habe, glaube ich, 20 Stück mitgenommen gehabt. Ich habe eins aus Versehen dahin gepflanzt. Ich habe, glaube ich, 5 oder sowas den erwachsenen Schildkröten gegeben. Also das 2 habe ich noch. Es hat das Ding ungefähr 10 Seegras verdrückt, das Junge. Oha. Das wird immer noch nicht wachsen. Na. Du hast die Musik von mir wahrscheinlich aus, oder? Ja. Nee, es ist gerade Kampfmusik von The Witcher drin. Okay. Passt überhaupt gar nicht. Ja. Hm.
Das Tolle ist ja, wenn die auswachsen, Tyrant, dann verlieren sie ihren jungen Panzer. Und das ist dann, okay, kann man den auch sammeln? Den kann man auch sammeln. Das ist so ein Hornschild. Und wenn man 5 Hornschilde, kann man zu einem Schildkrötenpanzer zusammenbauen. Und den kannst du als Helm aufsetzen. Und dann, der verdoppelt deine Luftblasen, wenn du keine, wenn du keine Wasseratmung hast. Okay. Oder besser gesagt, verdoppelt hat deine Luftblasen. Wasseratmung kannst du ja nur auf dem Helm haben. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht sogar noch drauf zaubern kannst. Das wäre auch geil. Hat aber von der Rüstung her genauso viel wie eine Eisenrüstung. Okay. Also hält einiges aus und ist auch halt auch echt geil zum Tauchen. Vor allem, wenn du dann wirklich noch den verzaubern kannst. Das wird saugeil. Hast nochmal Wasseratmung drauf, plötzlich kannst du eine Minute unter Wasser bleiben. Ja. Ich finde schon jetzt, ich kann wieder lange unter Wasser bleiben. Ja, aber dann kannst du halt doppelt so lange unter Wasser bleiben. Das Schildkrötenbaby lässt sich aber viel Zeit, erwachsen zu werden. Also, sobald es erwachsen geworden ist und ich es paaren kann und die in, die dann ein Ei gelegt haben, weißt du, Tyrant, habe ich alles erledigt, was ich von diesem Update erledigen wollte, oder in diesem Update, bis auf eins. Ja. Kannst was du denn? Kannst du erraten, was es ist? Nö. Du hast doch nicht eins geratet. Geraten. Die, in dieser Arena, die wir gebaut haben? Nee. Es hat was mit diesem Update zu tun. Es ist Update-spezifisch, was ich machen möchte. Okay. Nicht unbedingt für diese Aufnahme, sondern wirklich für diese Minecraft-Update eben. Ja. Und alles, was dieses Update neu eingeführt hat oder bietet, da habe ich schon alles gemacht, bis auf eins. Die Schatzkarte. Habe ich gemacht. Hast du? War sehr enttäuschend. Oh, weißt du, ich hab Ozeanruine und Schiffswrack gefunden, ne? Okay. Und ich habe insgesamt, ich glaube, 8 oder 9 Schatzkarten gefunden. Und diese 8 oder 9 Schatzkarten waren halt einfach, bis auf 2 waren echte Schatzkarten, der Rest waren einfach nur Kopien von diesen 2 Schatzkarten. Na toll. Obwohl es aber jede Karte eine eigene ID bekommen hat. Aber sie haben halt einfach alle zu denselben 2 Schätzen gezeigt. Alle 8, 9. Was halt echt bitter einfach nur war. Und weißt, dann bin ich da hingereist, gell? Zum ersten Schatz. Und hab mich schon vor aufs Graben gefreut. Ich habe die halbe Landschaft zerstört. Aber das war mir egal. Ist ja Schatzsuche, das sollst du ja auch graben, gell? Und nach 3 Folgen graben hatte ich die Schnauze voll, dass ich den Schatz noch immer nicht gefunden habe. Und hab mir per Befehl anzeigen lassen, auf welcher exakten Koordinate diese Truhe liegt. Und hab da bis zum Bedrock runtergegraben. Die gibt's nicht. Und das hat meine, Vermutung bestätigt, dass die Entwickler einfach nur Scheiße gebaut haben. Die Schatzkarten können nur in Ozeanruinen und in Schiffswracks gefunden werden. Und die gibt es nur in neu gespawnten Biomen, also Gebieten. Schatz. Mhm. Und die sind davon ausgegangen, dass die generierten Schatztruhen dann auch neu generierten Chunks sind. Aber die neuen Biome, die wir da gefunden haben, die war alles da vorne halt, wo wir letztens waren, mit den Eisbergen. Das ist ja nur ein kleiner Spalt. Rechts davon bist du mal entlang gefahren nach Norden und links davon bin ich entlang wegen dem Dschungel. Das ist nur ein kleiner Spalt. Und, weißt, beide Truhen sind halt außerhalb dieses Spaltes. Um vielleicht 20 Blöcke. Und wurden halt deshalb nicht gespawnt. Aber die Position wurde halt so festgelegt. Aber ist halt blöd, weil das war halt damals vor, keine Ahnung, war halt vor 1.13, als diese Chunks geladen wurden, erstellt wurden. Und deswegen gab es da halt leider keine Truhen. Beim zweiten auch nicht. Na toll. Also die Schatz, waren halt 2 Stunden Schatzsuche. Die waren unglaublich frustrierend und enttäuschend. Aber ich habe sie gemacht. Ich habe die Schatztruhen gesucht. Und ich würde tatsächlich auch gerne mal, irgendwann mal, aber muss nicht unbedingt jetzt demnächst sein, eine richtige Schatzsuche machen und mal ein Herz des Meeres finden. Was man für den Akquisator braucht. Nautilus-Schalen hätte ich, glaube ich, mittlerweile genügend.
Bergmine zu bauen. Aber ich kann übrigens 1,5 Minuten oder länger unter Wasser bleiben. Krass. Was für Wasseratmung hast du drauf? 3. Ja, ich auch. Dann können wir ungefähr genauso lang bleiben. Eine Luftblase hält 10 Sekunden und man hat ja 10. Macht 100 Sekunden. Ja, das sind 1 Minute und 40 Sekunden. Ja. Und stell dir vor, dann kannst du später dann einfach mit dem Schildkrötenhelm, kannst du dann mit dem Schildkrötenpanzer kannst du plötzlich 200 Sekunden bleiben, was dann einfach etwas mehr als 3 Minuten sind. Fast 3,5. Ja. Schon heftig. Ja, und dann kannst du ja noch überlegen, dein Leben nimmt ja genauso langsam ab wie die Luftblasen. Da kannst du noch mal ein bisschen länger bleiben. Ja. Bis du halt stirbst. Und wenn du dann noch ein paar Unterwasseratmungstränke hast, dann kannst du wahrscheinlich eine Stunde unter Wasser bleiben. Vor allem mit der verlängerten Dauer. Und? Es gibt ja immer noch den Trick mit dem Wassereimer, ne? Ja, den gibt's auch noch. Aber der zählt nicht, weil da kriegst du zwischendurch Atmung. Ja, weil du kriegst ja nur eine Kugel dadurch immer dazu. Trotzdem, der zählt nicht. Früher ging der besser. Das ist ja, sobald du einmal ganz kurz an der Luft warst, direkt vollen Sauerstoff gehabt. Ja, das haben sie mit 1.13 eben abgeändert. Aber ich find's okay so. Ich find's auch gut. Weil ich meine, dieses hab mal kurz Luft, vor allem dieser Wassereimer-Trick, war damit halt völlig overpowered. Ja. Du musstest einfach nur einen Wassereimer bei dir haben und konntest nur noch durch Monster getötet werden, nicht mehr durch Umwelteinflüsse. Ja. Ich meine. Ja, es gab früher auch keine Monster unter Wasser. Erst die Ertrunkenen sind die ersten. Ja. Ich meine, Lava ist jetzt so das einzige, wo man reinfallen kann, ohne dass ein Wassereimer einem hilft. Ja. Ich meine, spring von der Klippe, platziere im letzten Moment den Wassereimer, du überlebst, weil du fällst ins Wasser. Ja. Du bist unter Wasser, platziere den Wassereimer, leer ihn also aus, leer den Block vor dir, also wo dein Gesicht drin ist, also mach das Wasser raus, da ist Luft dann drin, was sehr sinnvoll ist, und ja, du hast instant wieder vollen Sauerstoff. Ja. Außer Lava, da kannst du halt nicht einfach Wasser reinplacen, weil das placest du auf dem untersten Block, weil es eine Flüssigkeit ist. Hä? Ist die Schildkröte jetzt gewachsen? Oder bilde ich mir das ein? Nee, das bilde ich mir ein. Okay. Oder ich hab eine der großen Schildkröten gesehen, irgendwie. Nee, auf jeden Fall. Das ist aber, die Schatzsuche ist aber nicht das, was ich noch machen möchte. Das, was ich noch machen möchte, aber was ich wahrscheinlich auch nicht kann, weil das der Zufall entscheiden wird, ist halt der Dreizack. Du und dein Dreizack. Ja. Ich habe schon so viele Zombies mittlerweile getötet mit drei, also das ist ertrunken, ne? Und auch so viele mit Dreizacken. Ich glaube, es waren schon 20 Zombies, ertrunkene mit Dreizacken, die ich getötet habe. Rein statistisch müsste ich eigentlich demnächst wieder endlich mal einen kriegen. Ja. Oder hätte vielleicht sogar schon einen bekommen, keine Ahnung. Aber leider noch nicht. Aber mit jedem Ertrunkenen, den ich töte, der einen Dreizack hat, steigt die Chance. Ich meine, dass ein Ertrunkener mit Dreizack spawnt, das ist, glaube ich, eine Chance von 4%, glaube ich. Und dass er sie fallen lässt von 8,5%. 8,5% ist eigentlich, das geht eigentlich schon. Ich meine, 100 durch 8,5. Das sind 17 halbe. Das ist 200 durch 17. Das sind 10. Irgendwas ist so ungefähr 15. Also eigentlich müsste ich mittlerweile schon einen gehabt haben. Ja. Und 12, glaube ich, sind es. 12, noch was. Also 13. Aufgerundet. Okay. Nee, 12 aufgerundet sind sogar. Also jeder 12. Ertrunkene, der einen Dreizack hat und stirbt, müsste eigentlich einen Dreizack fallen lassen. Ja. Theoretisch, statistisch gesehen. Ja, ist gewachsen!
Oh, neue Rezepte für Wegbar. Ich hab den Hornschild. Geil. Nice. So. Und jetzt? Füttern. Fütter sie. So, welche war jetzt? Das hier war, glaube ich, gell? Ja, ja. Und der da. So, jetzt müssen wir hoffen, dass unserer das Weibchen wird. Sieht gut aus. Sieht gut aus, ja. Der ist ja hier gespawnt. Nee, da ist er geschlüpft. Das heißt, ja, er müsste auf dem Feld auch wieder Eier legen. Wenn er jetzt mal rauskommt. Aber er geht halt echt drauf. Wir hatten so viel Glück, Tyron. Oder er liegt in der Nähe davon. Jetzt sind alle drei draußen. Ja. Oder besser gesagt, sie, nicht er. Oder sie liegt in der Nähe davon Eier ab. Muss ja nicht unbedingt das gleiche Feld sein. Ich würde schön finden, wenn es in so einem 3x3-Umkreis ist. Dass sie nicht immer vielleicht auch denselben. Einfach in den Chunk. Oder einfach in dem Chunk, das wäre auch schön. Da sind sie. Das sind zwei Eier. Ist das jetzt schlimm, wenn ich die mitnehme? Wieso willst du die mitnehmen? Das sind sogar drei. Ich würde gern zwei mitnehmen, damit ich bei mir auch Schildkröten züchten kann. Okay. Wie kann ich die abbauen? Mit Behutsamkeit. Mit Behutsamkeit? Ja. Also bauen wir Eier mit einer Spitzhacke ab. Einfach draufklicken einmal? Kurz. Okay. Ich glaube, du kriegst dann sogar alle drei. Nein, du hast eins. Boah, wow, spring da bloß nicht. Geh da runter, Tyron. Du stehst drauf. Hast du alle drei abgebaut? Ja. Soll ich eins wieder hinplacen? Ja, aber irgendwo anders hin. Aber irgendwo auf Sand muss es sein. Danke. Oh, schön. Ja, ich klau dir deine Eier schon nicht. Nee, hast du sowieso nicht, weil ich habe ja gesagt, du darfst zwei nehmen. Ja, ich weiß. So, ich gehe jetzt mal zurück. Aber ich finde das so richtig schön. Oh, geil. Also ich gehe jetzt zurück, ich hole jetzt ein bisschen Seetang und ein bisschen Seegras. Knochenmehl. Kurz auf, klar. Ja. Und dann war es eigentlich schon, dann wäre der Stall fertig in meinen Augen. Und wir könnten jetzt auch tatsächlich Schildkröten dort züchten. Es ist schade, die eine Schildkröte, das hat nicht geklappt mit ihr. Die würde ich tatsächlich auch eventuell töten. Dass sie weg ist. Oder keine Ahnung. Muss ich mal nachsehen. Lassen die irgendwas Tolles fallen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die lassen einfach nur Fisch fallen. So, da bin ich wieder. Baby. So, von Boot kommt da rein. So, du sagst, dass das Boot, was hier noch ist, war meins? Ja. Dann nehme ich mir das mal wieder mit. Du das. Ich habe gerade keine Lust, durch die Hölle zu gehen, um nach Hause zu kommen. Knochenmehl brauche ich. 18 Stück, gut, so viel werden wir nicht brauchen, aber egal. Und ein bisschen Seetang, nehmen wir hier 19 Stück mit. So viel werden wir auch nicht brauchen, aber egal. So. Die Boote wollt ihr noch machen. Das hier ist ein Birkenholzboot. Das kommt mal hier hin. Ich glaube, das gehört aber Gringor. Und das hier ist unser Boot. Das gehört immer uns. Spielt er eigentlich irgendwann mal wieder mit? Er hat geschrieben, dass er heute leider nicht kann, aber er möchte. Und Nektura hat gar nichts geschrieben, aber die möchte ja. Und sie möchte auch mit ihrem Freund wieder auf dem Server spielen. Hat extra nachgefragt, das hast du ja bestimmt mitbekommen. Ja, habe ich mitbekommen. War der denn schon da? Angucken? Nee. Der hatte bisher noch keine Zeit anscheinend. Der hat Angst vor der Arena. Keine Ahnung. Hast du ja mitgekriegt, ne? Ich hab's mitbekommen, ja. Und Gringos Freundin möchte eventuell auch mitspielen. Okay. Oder was heißt möchte? Ich hab sie gewisserweise dazu aufgedrängt.
Ja, dann kannst du ja eigentlich sie in die Arena stecken, ne? Das war ja sein Vorschlag, dass wir die Neuen in die Arena stecken. Also können wir mit seiner Freundin da ja anfangen. In dem Fall.